Ja, hallo, ich möchte euch recht herzlich begrüßen von der Tannenalm. Wir sind da in einer Halle, wo meine privaten Fliegerinnen sind. Ja, recht eine umfangreiche Sammlung und könnt ein bisschen rumschauen. Die Tannenalm ist unter den Modellfliegern bekannt. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Ja, fliegen tun sie bei uns schon seit 35 Jahren, aber da muss man dazu sagen, da habe ich eigentlich geschlafen und meine Eltern vorher auch schon. Vor 10 Jahren mittlerweile ist es her, sind Gäste aus Ulm gekommen, haben hier probiert zum Fliegen. Es ist gut gegangen, was wir natürlich gewusst haben. Und die haben dann gesagt, ich soll einmal annoncieren in Modellbauzeitschriften. Ich habe dazu mal nicht einmal gewusst, was Frequenz ist. Habe dann annonciert und dann ist eins ins andere gegangen. Wir haben einen kleinen Modellbauraum gebaut und der ist innerhalb von 2 Monaten zu klein geworden. So ist eigentlich losgegangen. Bei dir steht Modellbauparadies auf dem Auto. Was macht das Paradies aus? Der Name Modellflugparadies ist eigentlich nicht von mir gekommen, sondern von unseren Stammgästen. Das freut mich sehr, dass die das so getauft haben und jetzt haben wir das einfach übernommen. Paradies deshalb, also das Wichtigste ist, wir haben den Flughang, der ist sehr groß, bei uns direkt am Haus. Die ganze Infrastruktur, wir haben mittlerweile 3 Modellbauräume, Gesamtkapazität 210 Quadratmeter. Da haben wir 10 Tische zum Reparieren und zum Laden. 50 Ladeanschlüsse mit Krokodilklemmen, 50 Ladeanschlüsse mit 4 mm Goldkontaktstecker, über 100 Steckdosen, 230 Volt, 55 Schließfächer, knapp 70 Modelle können aufgebaut bis 4 Meter Spannweite gelagert werden. Das heißt, man muss nicht jeden Tag das Modell auf- und abbauen, man kann es einfach reinstellen ins Regal und nur einmal knapp 150 Modelle können gelagert werden. Und das alles direkt am Hang. Außerdem haben wir eine großzügig ausgemähte Landewiese, die wird fast wöchentlich gemäht, wo man recht gut landen kann, auch mit Großmodellen. Ich selber fliege ja Modelle von Paritec, die TG1000 mit 9 Meter Spannweite, die Fox 1:2. Das ist ein bisschen heftig am Hang, aber ich fliege sie und kann sie auch gut landen da. Es ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Wir haben auch noch 2 Startkatapulte für Segler bis 16 Kilo. Kann man die rausflitschen. Gummis kommt alles von uns. Und auch, was wir jetzt noch haben, neu, einen großen Startwagen, wo man elektrisch betriebene Großmodelle auch schön starten kann. Außerdem haben wir noch einen Hang auf 1700 Meter. Das ist ein hochalpiner Hang. Das kann man zum Beispiel vergleichen mit der schwarzen Piste mit Skifahren. Der ist recht steil, aber manche mögen das und sind da richtig gefordert und das gefällt ihnen dann. Das ist dann ein Hang für eine andere Windrichtung. Hier am Hang geht es von West bis Nordost. Und am Südhang, wie der Name schon sagt, da geht es dann bei Südwind, damit wir 3/4 von den Windrichtungen abgedeckt haben. Wenn man die Modellflieger hier fragt, was ist dann das Besondere an der Tannenalm? Ja, dann denkt man erst, ja, wir können hier gut fliegen. Nein, sie loben zuallererst das Essen. Hast du einen besonders guten Koch? Ja, wir haben gute Mitarbeiter in der Küche, wobei ich und meine Frau auch selber sehr viel in der Küche sind und sehr viel Wert legen auf regionale, gute Küche. Wir haben da auch sehr viele Auszeichnungen schon erhalten. Wir sind zum Beispiel seit letztem Jahr Tiroler Wirtshaus, haben das AMA Gastro-Siegel, sind zum Genusswirt gewählt worden, sind bei der Tiroler Speis aus Bauernhand dabei, haben verschiedene Auszeichnungen schon bekommen, Landessieger bei der Genusskrone 2014, 2015, Landessieger bei der Genusskrone 2016, 2017, haben mehrere Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in Wieselburg erhalten, weil wir, durch das, dass wir eigene Landwirtschaft haben, sehr viel Fleisch selber verarbeiten hier, sprich sehr gute Qualität und frische Ware. Und da gibt es auch bei uns ein gutes Stück Speck oder Kaminwurzen, kann man auch käuflich erwerben bei uns. Du bist Manager eines Gasthofes, Biobauer, Metzger, Schreiner und ab und an auch Modellflieger. Wie schaffst du das? Also meine Modelle, wenn ich sie baue, da baue ich sie in der Nacht. Mein Tag hat ca. 12 bis 15 Stunden. Ich habe eine 7-Tage-Woche. Ich bin gern für meine Gäste da und bin auch immer da und ich mache es auch gern, sonst würde ich das nicht schaffen. Ja, eine 100-Stunden-Woche ist eigentlich normal, manchmal sind es mehr Stunden. Zwischendurch natürlich Nachmittag, wenn es gut trägt, da kann ich mich richtig entspannen, wenn ich mal eine Viertelstunde mit meinen Modellen so richtig rumheizen kann und da ist ein guter Ausgleich dafür. Wir haben gehört, du hast sehr viel hier gemacht und getan. Welche Pläne hast du
für die Zukunft? Ja, wir sind schon seit längerem dabei an Zubau am Machen. Da ist schon viel gemacht. Der wird jetzt dann fertig ausgebaut in den nächsten 2 Jahren. Es kommt dazu 13 Zimmer, eine Ferienwohnung, ein großer Speisesaal, wird dann schön mit Frühstücksbuffet und so weiter gemacht. Sehr großer Qualitätssprung nochmal nach vorne. Ja. Und das ist jetzt in erster Linie, dass der Ausbau mal fertig gemacht wird. Natürlich wird danach auch nochmal von der Infrastruktur für den Modellflieger nochmal was gemacht. Das würde dann wirklich einzigartig werden, was wir da dann machen. Aber das wird dann eine Überraschung. Ja, liebe Modellflugfreunde, wir sind zwar sehr gut gebucht, aber kurzfristig ist auch oft nur ein Zimmer zu kriegen, wenn jemand absagt und so weiter. Sollte es sein, dass keine Zimmer kriegt übers Internet und so, dass einfach anruft, fragt, wann haben wir freie Termine, es ist immer wieder was frei, durch kurzfristige Absagen, egal wegen was für Gründe. Und ich würde mich freuen, wenn viele kommen würden. Und ich danke an Wolfgang sehr für dieses Interview. Macht es gut. Tschüss. Vielen Dank. Und ich wünsche dir immer ein volles Haus, viele Modellflieger, die hier glücklich und bruchfrei ihre Flugmodelle fliegen lassen können. Aber manchmal sind auch welche im Boden verschwunden, aber das gehört wohl dazu. Danke, danke schön.